Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um meine 5 persönlich größten Fehler in Sachen Fitness und Ernährung, als ich mit dem ganzen Spaß angefangen habe. Ja, also in erster Linie ist mir wichtig, dass ihr die Fehler, die ich gemacht habe, nicht nochmal macht. Deswegen erzähle ich euch davon. Deswegen werde ich nach und nach immer mehr mal so ein bisschen berichten, wie es bei mir in der Vergangenheit gewesen ist, damit ihr davon lernen könnt und ihr profitieren könnt und nicht die gleichen Fehler nochmal machen müsst. Ja, einer der ersten Fehler, die ich gemacht habe, ich habe die Fette total vernachlässigt. Man kriegt ja so ein bisschen im Bodybuilding-Bereich immer beigebracht, dass man möglichst fettarm essen soll. Hühnchen, Reis, Brokkoli, das hat alles wenig Fette und das kommt alles von diesem Diät, von dieser Diät-Vorbereitungsphase für die Leute, die auf die Bühne gehen. Aber wenn ihr am Anfang Muskeln aufbauen wollt und wie ich zum Beispiel am Anfang einfach nur super skinny wart, dann tut ihr euch so ein bisschen schwer, viel Muskulatur aufzubauen. Deswegen gebe ich euch den Tipp, achtet darauf, hochwertig genug Fette zu euch zu nehmen. Denn gerade die Fette sind extrem wichtig für euren Hormonhaushalt und dass ihr genug Testosteron aufbauen könnt und davon dann einen ordentlichen Muskelaufbau habt. Fehler Nummer 2, den ich gemacht habe, ist, ich habe nur Übungen gemacht, die mir Spaß machen und habe natürlich deswegen dann einige andere Übungen vernachlässigt. Was dann wiederum zur Folge hat, dass eure Schwächen nicht besser werden, sondern eure Schwächen noch schwächer werden und die Stärken stärker, was gut ist, aber die Schwächen vernachlässigt ihr einfach. Deswegen gebe ich euch den Tipp, gerade die Übungen, die unangenehm sind, sind die Übungen, die euch im Endeffekt weiterbringen und die euch eure Schwächen ausgleichen lassen. Wenn ihr zum Beispiel die hintere Schulter betrachtet, die hintere Schulter ist bei fast jedem schwach und wir trainieren die alle ungern. Ich kenne niemanden, der gerne die hintere Schulter trainiert und deswegen ist diese nicht so gut ausgeprägt. Ich habe dann später bei mir, als ich gemerkt habe, wow, meine Schulter fällt nach hinten ganz schön ab, habe ich angefangen, 3 Übungen für die hintere Schulter einzubauen. Was ich mir hätte sparen können, hätte ich von vornherein die hintere Schulter ordentlich mittrainiert. Das heißt, der Schlüssel liegt so ein bisschen darin, zu finden, welche Übungen liegen euch nicht und genau diese dann zu machen, im Endeffekt eure Schwächen so auszugleichen. So habt ihr gleichmäßig alles gut trainiert, keine Disbalancen und so weiter. Fehler Nummer 3, das war ein Fehler, den ich ganz, ganz am Anfang gemacht habe. Und zwar war es Lazar Angelov, jeder kennt den, der Mann mit dem krassesten Sixpack überhaupt. Und von ihm habe ich so meinen ersten Trainingsplan nachgemacht. Ich habe angefangen zu trainieren und habe einfach angefangen, seinen Trainingsplan zu trainieren. Was natürlich vorn und hinten nicht funktioniert hat. Jeder Trainingsplan muss wirklich abgestimmt sein auf die Person. Ich kann nicht einfach Übungen machen, die bei irgendwem anders funktioniert haben. Das heißt noch lange nicht, dass die auch bei mir funktionieren. Genauso heißt das noch lange nicht, dass meine Übungen bei euch funktionieren. Deswegen bringt es auch nichts, einen Plan aus dem Internet zu trainieren oder einen Plan zu kaufen von irgendjemandem, der so pauschal einfach Pläne erstellt hat und die dann vertickt. Das ist vielleicht ganz gut so als Anleitung zum Anfang, aber irgendwann, wenn ihr weiterkommen wollt, müsst ihr einen Trainingsplan haben, der auf euch gestrickt ist. Und nur so kommt ihr dann weiter. Gerade wenn ihr euch ein Vorbild gesucht habt, meins war damals Lazar Angelov. Ich habe halt nach seinem Plan trainiert, was mir natürlich am Anfang Fortschritte gebracht hat. Klar, gerade am Anfang macht ihr fast egal, was ihr macht, ihr werdet Fortschritte machen. Aber irgendwann hört das Ganze auf und dann habt ihr die Probleme. Ihr seht zum Beispiel, ich habe Schulterverletzungen, ich habe Probleme im unteren Rücken und ich kann nicht euren Plan machen zum Beispiel. Ich brauche einen besonderen Plan, wo meine Schulter geschont wird, mein Unterrücken gestärkt wird und ich trotzdem die Muskelgruppen wie zum Beispiel die Brust ausreichend trainieren kann, obwohl ich die Schulter nicht so sehr belasten möchte. Also ihr seht, ganz so einfach ist das nicht. Ihr könnt nicht einfach ins Internet gehen, irgendeinen Trainingsplan machen und das würde ich euch auf gar keinen Fall empfehlen. Wenn ihr schnelle Erfolge haben wollt, dann holt euch einen Coach, der euch hilft, einen Trainer, der euch hilft und dass ihr von vornherein alles richtig macht. Ja, ein anderer Punkt, den ich auch super oft sehe, ist Supplements. Und das habe ich am Anfang auch falsch gemacht. Ich habe übertrieben viele Supplements gekauft. Richtiger Blödsinn. Ich habe echt jeden Scheiß ausprobiert und habe alle möglichen verschiedenen Supplements ausprobiert und im Endeffekt nur Geld rausgeschmissen. Und desto mehr ihr euch auf Supplements konzentriert, desto weniger konzentriert ihr euch dann auf Training und Ernährung. Weil man verlässt sich so ein bisschen auf die Supplements und diesen Fehler habe ich
zu Genüge gemacht. Hab mich auf die Supplements verlassen, hab die Ernährung erstmal hinten übergeschmissen und gesagt, okay, die Supplements werden das schon irgendwie regeln, aber so ist das nicht. Zuerst muss das Training stimmen, dann muss die Ernährung stimmen und dann können die Supplements ein on top obendrauf sein. Ja, und der fünfte Fehler, den ich gemacht habe und den mit Sicherheit super viele Leute machen, ich habe mich nur auf Makronährstoffe konzentriert. Makronährstoffe heißt Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett. Und es gibt aber auch noch die Mikronährstoffe, die super wichtig sind, zum Beispiel für eure Gelenke, für das Aufnehmen der anderen Nährstoffe, für eure Gesundheit, für euer Wohlbefinden, für eure allgemeine Leistungsfähigkeit. Und das sind so Punkte, die man einfach total vergisst. Das ist aber ein sehr komplexes Thema. Wenn euch dieses Thema interessiert, Mikronährstoffe, dann schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, einfach reinschreiben, hey, Mikronährstoffe, ich würde gerne ein bisschen mehr darüber wissen, irgendwie, dass ich Bescheid weiß, dann mache ich super gerne mal ein einzelnes Video nur zum Thema Mikronährstoffe. Ich hoffe, dass meine Tipps euch ein bisschen weiterhelfen konnten und dass ihr nicht die gleichen Fehler machen müsst wie ich. Ich hoffe, ich kann euch da vor dem ein oder anderen Fehler bewahren und euch einfach viel, viel Zeit sparen, dass ihr einfach viel schneller an euer Ziel kommt. Wenn ihr sonstige Fragen habt zum Thema Fitness, Ernährung und so weiter, schreibt auch gerne in die Kommentare, ich helfe euch gerne weiter. Dafür bin ich hier, um euch mit nach vorne zu bringen und mein Wissen mit euch zu teilen. Und ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.